Hallo und willkommen bei meiner chaotischen Viertelstunde, Hacking Yourself Teil 7, Erkenntnismeditation. Zuerst ein kleiner Überblick, dauert ungefähr 20 Minuten. Als erstes eine kurze Einführung, dann eine geleitete Vipassana-Meditation und eine Zusammenfassung. Einführung. Erkenntnismeditation wird manchmal auch Open Monitoring oder offenes Beobachten betitelt. Vipassana, der Begriff, den ich eben verwendet habe, stammt aus der Sprache Pali. Das ist eine alte Sprache Indiens, so wie Sanskrit. Meistens wird der eben als Erkenntnismeditation im Deutschen übersetzt, denn die Hauptwirkung des Praktizierens sind tiefe Einblicke in die Wahrnehmung der Welt, die Zusammensetzung und Struktur des Selbst und die Beschaffenheit tiefer innerer Probleme. Diese Meditationstechnik ist tausende von Jahren alt, wird gleichermaßen heutzutage von nicht-religiösen und religiösen Menschen praktiziert, von Agnostikern, Atheisten, Menschen aller Religionen und Glaubensrichtungen. Und Studien haben immer wieder bestätigt, dass Vipassana-Meditation große Vorzüge mit sich bringt. Wenn du täglich meditierst, dann bist du glücklicher, weniger gestresst, konzentrierter, effektiver und wacher. Dazu bringt es nicht super viel, dicke Bücher zu wälzen. Es ist nämlich so, dass es nicht trainierbar ist über logisch-analytisches Denken, sondern ausschließlich über die Intuition, über das Machen, über das Erfahren. Also es ist kein intellektueller Prozess oder ein verbaler Prozess. Das Erlernen und Verstehen durch persönliche Erfahrung bedarf es, dass man jeden Tag für eine gewisse Zeit meditiert. Das ist ähnlich wie Muskelübungen. Wenn du aufhörst, dann bauen sich deine Muskeln auch wieder ab. Und vielleicht hast du keine Lust, Vipassana zu lernen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es braucht nämlich einiges an Engagement. Ein ernsthaftes Ausprobieren erfordert ungefähr ein paar Wochen lang jeden Tag zu meditieren. Das ist keine Aufgabe heute, die man leicht bewerkstelligt. Wir haben alle ständig Termine und viele Dinge bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Und es ist nicht leicht, diese paar Wochen am Anfang zu investieren, um zu sehen, ob das was für einen ist. Es ist aber ohne das wirklich schwer, die Langzeitwirkung zu erfahren, was Vipassana in dir bewirkt. Das tägliche Üben beinhaltet idealerweise 15 Minuten oder mehr am Tag. Wenn euch das zu schwierig ist, kann jeder von euch mit 10, 5 oder sogar nur 2 Minuten anfangen und das täglich steigern. Die Regelmäßigkeit ist unglaublich wichtig. Man kann das zu jeder Tageszeit praktizieren. Aber ich würde empfehlen, zu versuchen, jeden Tag um die gleiche Tageszeit zu üben oder auch mehrmals täglich. Und das kennen schon einige von euch. Das Motto bei diesen ganzen Meditationstechniken ist, die Techniken sind simpel, aber sie sind nicht einfach. Und wenn ihr euch entscheidet, dabei zu bleiben, euch einzubringen, eigene Erfahrungen zu machen, dann fangen wir an. Für diese Demo brauchen wir ungefähr 15 Minuten Stille. Ich werde ziemlich viel reden. Ihr könnt das als Stützräder beim Meditieren lernen betrachten. Später geht es auch mit weniger oder ganz ohne Reden oder Leitung von jemand anderem. Schaltet bitte eure Geräte auf lautlos. Stellt eure Füße auf den Boden.
sitzt mehr oder weniger gerade, aber bequem. Legt eure Hände offen in den Schoß und schließt die Augen. Suche dir eine bequeme Haltung. Hinterkopf und Rücken aneinander ausgerichtet. Schließ die Augen. Richte jetzt mit geschlossenen Augen die Aufmerksamkeit auf den Körper, auf die Empfindungen, die im Körper entstehen, während du atmest. Du kannst einen bestimmten Teil des Körpers wählen und den Sinneseindrücken des Atems dort folgen. Zum Beispiel um die Nase herum, in der Brust oder im Bauch. Während du atmest, mache dir bewusst, dass du einatmest. Folge den Empfindungen. Während du ausatmest, mache dir bewusst, dass du ausatmest. Ein und aus. Manche Menschen finden es hilfreich, den Atemempfindungen mit einem Wort zu folgen. Einatmen und ausatmen. Während die Luft hereinströmt, sage im Stillen zu dir ein. Wenn die Luft hinausfließt, sage aus. Wenn der Geist auf Wanderschaft geht, lenken wir unsere Aufmerksamkeit sanft auf die Atmung zurück. Dieses auf Wanderschaft gehen ist kein Problem und kein Fehler in der Meditation. Es ist nichts, wofür du dich schelten, schuldig fühlen oder schämen müsstest. Ohne Wanderschaft und Rückkehr gibt es kein Vipassana, gibt es keine Erkenntnisse. Wenn unsere Aufmerksamkeit von den Empfindungen des Atems hinwegdriftet, bringen wir sie einfach zurück. Das ist Vipassana. Ein und aus. Lasse die Atmung natürlich geschehen, während sie ganz von selbst abläuft. Es gibt keinen Grund zu versuchen, die Atmung zu verändern. Beobachte einfach die Empfindungen der Luft, wie sie in den Körper hinein und hinausströmt.
In wenigen Augenblicken ertönt eine Glocke. Sie wird während der Meditation mehrere Male wieder erklingen. Die Glocke dient als Erinnerung daran, unser Bewusstsein auf den gegenwärtigen Moment und auf den Körper zu lenken. Jedes Mal, wenn Gedanken aufkommen, identifizieren wir, was unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, welches mentale Objekt erscheint. Waren es Gedanken, Töne, Gefühle? Wir identifizieren das gedankliche Objekt im Stillen. Wenn Gedanken auftauchen, sagen wir uns Gedanken. Wenn Töne, dann Töne. Wenn Emotionen auftauchen, benennen wir sie Emotionen. Nachdem wir das mentale Objekt identifiziert haben, urteilen wir nicht. Wir analysieren nicht. Wir lassen das Objekt einfach los und lenken unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Atmung. Wenn ich einatme, weiß ich, dass ich einatme. Jetzt, da du dich damit wohlfühlst, den Atem zu beobachten, kannst du das Bewusstsein sanft erweitern, um die ganze Palette an Empfindungen mit einzubeziehen. Lasse den Fokus auf dem Atem los. Öffne das Bewusstsein, um andere körperliche Empfindungen und die Geräusche um dich herum mit einzubeziehen. Beobachte, wie sich die Empfindungen ständig verändern, wie sie kommen und gehen, wie Wellen auf dem Meer oder Wolken am Himmel. Vielleicht stellst du fest, dass sich der Fokus spontan von Empfindung zu Empfindung bewegt, wie eine Biene, die eine Blüte nach der anderen besucht. Der Fokus
kann sich auch wie die Blende einer Kamera öffnen, um mehr und mehr von dem Erleben einzubeziehen. Wie auch immer du auf die Einladung dazu reagierst, dich zu öffnen, erlaube es, ohne festzuhalten oder zu manipulieren. Öffne einfach das Bewusstsein, um die Sinnerfahrungen einzuschließen, ohne zu steuern, was der Fokus ist. Vielleicht entdeckst du, dass das Bewusstsein so leichter umherwandert. Wenn die Aufmerksamkeit also wandert, bringe sie sanft zu den Empfindungen zurück. Du brauchst die Erfahrungen in keiner Weise zu verändern. Gedanken und Gefühle kommen und gehen im Hintergrund, während die Aufmerksamkeit auf den Empfindungen ruht. Wenn die Aufmerksamkeit sich in Gedanken verliert, bringen wir sie sanft zum Erleben der Sinne zurück. Nun lasse die Meditation langsam los und kehre zurück zu einer alltäglichen Aufmerksamkeit. Wenn du magst, kannst du jederzeit in diesen Zustand zurückkehren und die Aufmerksamkeit auf dem Atem, den Gefühlen und Empfindungen ruhen lassen oder den Geist beim Wandern beobachten. Die gleiche Art von achtsamem Bewusstsein kannst du auf alles richten, was du den Tag über tust. Dir einen schönen Tag, voller Mitgefühl, Freude, Gleichmut und Liebe. Wenn diese Art von Meditation neu für dich ist, denke daran. Du spürst vermutlich Veränderungen durch die Vipassana-Meditation. Wenn du jedoch eine deutlich spürbare, länger anhaltende Wirkung erzielen möchtest, ist es notwendig, dass du mindestens ein paar Wochen lang jeden Tag übst. Lenke langsam die Aufmerksamkeit zurück auf uns gemeinsam, hier in diesem Raum. Zusammenfassung: Erkenntnispraktiken sind meditative Praktiken, die den Verstand schärfen, sodass wir Phänomene in sehr hoher Auflösung wahrnehmen können. Insbesondere arbeitet sie an drei Arten von Prozessen: den Emotionen, der Erkenntnis selbst und der Selbstwahrnehmung. Sie besteht aus dem Beobachten des Auftauchens, der Präsenz und dem Loslassen von geistigen Objekten, Gedanken und Sinneserfahrungen. Sie dient der Entwicklung der Wahrnehmung von Gefühlen
und Empfindungen. Die nächste Stufe ist es, in sich hineinzuspüren und wahrzunehmen, wie du dich und die Welt gerade erlebst. Intuitiv als positiv, negativ oder neutral. Anmerkung: In den Links und Quellen zu diesem Vortrag gibt es auch Meditationen ausschließlich mit Glocken. Für manche ist es einfacher, manche brauchen länger, so wie ich zum Beispiel, brauchte jahrelang eine Leitung, bis ich das nur mit Glocken machen konnte. Eben mit Glocken und ohne mein Gerede jetzt, meine Stützräder. Und die gibt es auch in verschiedener Länge. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir jetzt Fragen stellen und ich versuche, die zu beantworten. Keine Fragen? Ja? Also, ich habe selber auch schon mal ein bisschen mit mir geguckt. Kann es sein, dass es ein ziemlich sehr gängiges Modell ist, weil es alles, was ich so an Vorgeschlagen nicht so eine Wunderbarheit so in der Richtung, vielleicht mit Paraden und Mitteln, wie man jetzt bei seiner Art fokussiert bleibt, aber prinzipiell orientieren sich schon sehr viele daran, oder? Ja, also das ist die Grundlage, das nennt man, das ist das, was man Pauschalachtsamkeit nennt. Das Atmen, der Fokus auf den Atem. Die ersten Minuten haben sich ja ausschließlich damit beschäftigt, weil das eine gute Einleitung ist. Der Atem ist sehr praktisch, den hat man immer dabei. Ja, der ist kostenlos. Zumindest, solange du nicht in irgendeiner Dystopie auf dem Mars lebst. Und darauf aufbauend, bei Vipassana ist halt speziell, dass du dich dann, nachdem du dich etwas an dem Atem geübt hast, das ausweitest auf andere Empfindungen oder Gedanken oder Eindrücke, die dir in den Geist kommen. Aber der Clou an der Sache ist, zu üben, nicht an diesen festzuhalten, sich nicht von denen fortzerren zu lassen. So trainierst du eben diesen mentalen Muskel des Fokus. So trainierst du, dass du eben mehr Einfluss darauf hast, was der Fokus in deinem Geist ist. So, manche Leute haben Schwierigkeiten mit zu viel Fokus, dass sie sich vollkommen in der Sache verlieren, an der sie arbeiten. Und andere Leute haben das gegenteilige Problem, dass jedes kleine bisschen an Stimulus sie fortreißt aus dem, was sie machen. Und das egalisiert das langsam über Wochen, Monate und Jahre. Und es ist so, jemand hat geschrieben auf Hacker News, es ist eine Step-Function, so eine Stufenfunktion. Ja, und das beschreibt das recht gut. Ja. Heißt es Stufenfunktion auf Deutsch? Treppenfunktion. Treppenfunktion, ja. Das beschreibt das recht gut, weil du denkst halt über lange Strecken so, oh, es ändert sich nichts und dann plötzlich macht es Klack und du bist halt auf der nächsten Treppenstufe. Und das ist ganz normal. Ich hoffe, ich konnte deine Frage so beantworten. Gibt's? Auch noch eine Frage. Ja? Erst mal, dass ich mittendrin rausgegangen bin. Kein Problem. Ich habe ein eher untypisches Problem. Nämlich, ich habe es auch nach deiner letzten Meditationsstunde, habe ich auch mal zu Hause ab und zu mal probiert zu meditieren. Ich habe ein eher untypisches Problem, nämlich ich bekomme von Meditation immer Kopfschmerzen. Und ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Und normalerweise so nach 5 bis 10 Minuten lenken die mich schon so sehr von allem ab, dass es nichts mehr bringt. Und dann, wenn ich dann aufstehe und kurz ein bisschen Sinneseindrücke sammle und ein bisschen durch die Gegend gehe, dann ist es innerhalb von einer Minute oder so wieder weg. Aber gibt es da was man tun kann? Ja, es können zwei grobe Richtungen sein, die mir jetzt spontan einfallen. Die erste ist, wenn du Kopfschmerzen beim Meditieren bekommst, zum Beispiel, oder irgendwelche Schmerzen, das kenne ich gut, manchmal verspanne ich dabei. Ja. Das erste ist, dass deine Haltung, dass deine Haltung steif ist, ja, so dass du mit Verkrampfen den Körper stützt, statt zu versuchen, eine entspannte Grundhaltung zu finden. Ja. Wichtig ist halt auch dabei, bei der Haltung, dass du
bewusst in dich reinfühlst, was deine Muskulatur macht. Das ist eben, wenn das der lauteste Stimulus ist, ein Anfang der Schmerzen, ein Anfang der Verspannung, dann ist das ein sehr, sehr guter Lehrer. Ja? Die alten Lehrer sagen oft, du hast Kopfschmerzen, hast du sie auch schön genossen? Ja? Und die jüngeren Leute denken dann immer so, der hat eine Meise. Ja? Aber es geht halt darum, diese genau zu beobachten und eben zu schauen, ist es jetzt primär ein Haltungsproblem, ja? Oder ist es primär, das ist das Zweite, ein Problem mit dem, was ich emotionaler Rucksack nenne. Viele von uns haben unschöne Erlebnisse im Leben gehabt, manche sogar sehr unschöne, und die tendieren wir dazu, vor allem je jünger wir waren, dazu zu verdrängen und nicht zu verarbeiten, und die landen dann in dem, was ich eben als emotionaler Rucksack bezeichne. Und sobald man dem Geist sozusagen nicht mehr diese Zügel anlegt, wie man das ständig im Alltag macht, geht dann natürlich ein Teil deiner mentalen Energie in diese Bereiche, in Bereiche, die du eigentlich verdrängen möchtest auf irgendeinem Level. Und ist zumindest meine persönliche Erfahrung und aus Gesprächen mit anderen Menschen, dass es dann, dass du dann eben mehr und mehr verspannst. Eines der Modelle sagt, dass das daran liegt, dass du, dass ein Teil von dir, ein Aspekt von dir versucht, dich abzulenken von diesem Inhalt des emotionalen Rucksacks. Meine Erfahrung ist, der beste Weg durch diese Schmerzen ist hindurch. Das ist auch das, was die traditionellen Lehren sagen. Man sollte es nicht übertreiben. Man sollte jetzt nicht, wenn man kurz davor ist zu schreien, so sagen, Schmerzen. Ja? Da muss man vielleicht irgendwas tun. Es ist in den Lehren wird normalerweise dann gesagt, so, es ist wie wenn du auf der Straße stehst und sagst, ein Auto, dann lässt du dich nicht überfahren, sondern du machst das Intelligente und gehst zur Seite und sagst, ein Auto, es hat mich schon gefahren. Ja? Ja, ich meine, man kennt diese etwas, ja, etwas sehr makabren Beispiele von Mönchen, die sich selbst abfackeln aus Protest. Und das ist eben das andere Extrem, wenn du dazu tendierst und das entsprechend lernen kannst, dann kannst du tatsächlich deine Schmerzen so weit ignorieren, dass du auch so etwas mit deinem Körper anstellen kannst. Ich würde dazu nicht raten. Aber das sind so die Extreme in dem Venn-Diagramm dann. Ja? Ja, also das sind die zwei großen Richtungen, in die sowas gehen kann. Entweder ist es so, dass es eine Anspannung ist, die dadurch, dass du Schwierigkeiten hast, deine Haltung so zu gestalten, dass du sie halten kannst. Ja? Oder es sind psychische, historische Faktoren. Das sind grob die zwei Richtungen, die ich nennen kann dazu. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, dann danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit und dass ihr so intensiv mitgemacht habt, und wünsche euch noch einen schönen Chaostreff.